So, und weiter geht's mit der neuen Runde Fly-Life. Wir sind wieder auf und nachher Fly-Life. Und genau. Wir sind heute zu zweit, also beziehungsweise ja, ich mache hier gerade einen Tramnook Run mit jemand anderem noch. Gut, er spricht scheinbar kein Deutsch. Ja, wer hätte es gedacht. Ja, es war gerade so ein bisschen eine blöde Situation, weil halt er einfach gerade der Partylead ist, er die einzige Party hat und er mich gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen dazu nötigt, aber naja. Er will ja halt ganz gerne mit mir farmen, weil er es irgendwie da nicht hinkriegt. Und wenn ich jetzt sage nein und so, dann. Na gut, okay, vielleicht ist er cool und sagt so, ja gut, dann halt nicht, aber ich fürchte gerade so, dass der sich halt dann irgendwie so, ja, ein bisschen aufspielt und sagt, okay, dann kriege ich dich aus der Party und oder geh halt irgendwie selber rein oder keine Ahnung. Und wie gesagt, es gibt halt aktuell einfach nur eine Party, wie man hier sieht. Und ja, das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen unlucky, ich sag jetzt mal, aber kann man nichts machen. Also. Ich meine. Wie gesagt, ist blöd gelaufen. Ist echt mittelblöd. Aber. Naja. Ich meine, ich verstehe es auch nicht, warum das der nicht einfach allein farmt, weil, wie gesagt, ich meine, allein kriegst du einfach mal viel mehr Drops, logischerweise. Ich meine, so zweite farmen macht auch wirklich keinen Sinn, weil, wie gesagt, man. Naja. Gut, lass mal das Thema. Ich weiß nicht, ob man die Waffen überhaupt droppen kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wenn es hier so der Fall ist, so okay, gut, dann wird's halbwegs Sinn machen. Aber ich glaube, das geht nicht. Und von dem her ist es nicht gerade sehr sinnvoll. Aber das ist immer außen vor. Und naja. Gut, mal so viel zum Thema. Ansonsten müssen wir schauen. Gut, ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlecht, weil meine Tramnook-Taktik hier irgendwie nicht so gut zu funktionieren scheint. Deswegen. Naja, und ich meine. Fly-Life ist ja eigentlich zumindest, oder sollte ja eigentlich ein Teamgame oder ein MMO sein. Also, ja, es hat ja was mit Multiplayer zu tun, auch wenn es ja gerade in Fly-Life nicht so aussieht. Nur wenn Fly-Life ja auch selten wirklich was mit Multiplayer zu tun hatte. Vielleicht beim Off-Feed teilweise, aber auf PS-Servern schon lange nicht mehr. Oder war es glaube ich auch noch nie so. Und, naja. Wie gesagt. Jetzt machen wir ein bisschen Multiplayer-Action. Hier mal ein ganz neues Feeling in Fly-Life und ja, ganz neue Gefühle. Oh Gott, ich habe so das Gefühl, ich glaube, hier ist so viel Bullshit. Aber egal. So, wir haben uns gerade ein Friendship gegeben, das heißt, wir können den dann hier gleich holen. Und ja. Alter, ich bin hier seit wie vielen Minuten drin? Seit 3 oder 4 maximal. Der kommt ja schon an, wie viele Totems sind noch übrig haben. Alter, Alter. Aber gut. Na, mal schauen, wie es funktioniert. Ich kenne den Typ nicht. Ich hoffe aber nur, dass der sich die ganzen Drops snackt und dann weg ist. Ich stelle mal drauf ein. Dann hätte sich mal ein Video mit dem Titel, oder das letzte Video mit dem Titel Korrupte Community auf alle Fälle mal gleich doppelt gelohnt. Aber gut, ich meine, ich habe jetzt hier gerade noch so ein bisschen. Ja, ich habe hier wirklich noch so ein bisschen Hoffnung in die Fly-Life Community. Und ich hoffe, dass die jetzt hier nicht gleich dann komplett zerstört wird. Aber. Gut, wie gesagt, wir schauen einfach mal. Das ist hier ein Refresher, aber den kann man. Gut, okay, den kann man nicht handeln. Doch, den kann man handeln. Mal schauen, welchen er hat. Ob er welchen hat. Ja, genau. Die Sprachskills von mir heute schon wieder sind echt ziemlich nice. So, das Olokip. Mika, okay. I gonna pull him and you just bomb him. Okay. Dann, let's go. Nur Bomb hier? Oh Gott, fuck. Oh. Okay. Okay. Zeig gerade mal, wie wenig ich gerade über den Surfer nur Bescheid weiß. Bisschen peinlich, aber.
24k. Wie viel macht so ein AOE? Okay, das macht alles gleich viel Damage schon mal. So, will jemand noch kurz im TS schreiben? Ja, also ich meine, hier Tramdung und so ist echt simpel. Ich meine, es ist generell schon ziemlich simpel und so, aber wenn hier noch zu zweit ist und so, dann. Wirklich sehr, sehr simpel das Ganze. Also. Sehr, sehr basic und. Ja. So sind wir gedroppt. Sculpture Version. Und zwei Sucker Chops. Na, dumme Frage, 50-50. Ach so, genau. Achso, das war schon gelootet, okay. Und ich bin gerade im TS und geunmutet. Läuft natürlich mal wieder komplett richtig geil und so. Alter, das ist immer so schnell weg, ich schreibe mit irgendwas. Das war's, der Fandau. So. Ja, ich bin wieder im TS und geunmutet und so, und die anderen Leute, die lachen sich wahrscheinlich über den Arsch ab, und ich bin wieder zu unfähig gewesen, hier meinen Channel zu gehen. Und vor allem, warum sind hier schon wieder Leute im Channel, wenn ich hier, weiß ich war hier gerade die ganze Zeit, ich bin seit Stunden allein im Channel, habe mir keine Gedanken drüber gemacht, ob hier irgendjemand mal in den Channel reinkommt oder sonst irgendwas macht. Ich gehe auf und nehme und die Leute kommen wieder mit Channel rein. Es war mega klar wieder, also. Naja. So, jetzt haben wir 6 Chips. Das war auf alle Fälle jetzt erstmal der letzte Tramnook Run. Die anderen Tramnook Runs mal auf alle Fälle dann mal später noch alleine. Und. Ja. Ich will schauen, dass ich mal zumindest dann einen Bau habe. Ich denke mal, jetzt haben wir 2 Chips pro Run. Das wären dann. Wie viel nach 14? Ja, 7 Runs. Das heißt, wir müssen in 2 Tagen 7 Runs machen. Ja, muss ich mal schauen. Das Problem ist halt immer. Ich habe die Party gelieft. Und es ist schon mal offline, wenn man so. Oder ist das sein Charakter? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht. Also ich meine. Ich hoffe, du machst mal Skills an. Ansonsten. Ist natürlich ein bisschen blöd. So, die Siege Chips. Wäre natürlich ziemlich nice, wenn wir uns welche besorgen könnten. Und auch die Red Chips und so. Ist halt ziemlich teuer, das Ganze. Beziehungsweise müssten halt wirklich GW spielen und so. Naja. So, was haben wir jetzt aktuell? 81 Millionen. Mal kurz mal schauen, ob irgendwie was Neues im Post. Alter. Psylepsis. Alter Schwede. Danke. 1000 Scrolls. Alter Schwede. Das war nur einer, besser als keiner. Genau, das stimmt. Nice, dank dir. Perfekt, zumindest schon mal die erste. Wobei ich überlegen bin, ob wir nicht vielleicht eher die Feuerbase reinklatschen sollten. Wegen Crit-Schaden, 20 Crit-Schaden oder 70 Decks. Ja, ich weiß nicht. Feuer-Ars würden sich auf alle Fälle lohnen. Ich meine, es sind dann, 10 Crit-Schaden oder 70 Decks. Ja. Ich weiß nicht, was sich wirklich mehr lohnt. Beziehungsweise 70 Decks oder 20 Crit-Schaden halt dann für die A-Karten. Das ist die Frage. So, unseren Helm können wir hier mal erwecken. Wir haben hier genug Geld und wir haben auch genug Erweckskreuz. Ich will noch ein bisschen, was will ich drauf hier haben? Decks wäre cool. Ah, jetzt hau ich gerade mal Skills rein. Ja, 13 Decks. Wir müssen mehr, ich will eigentlich mindestens 16 Decks haben. Und mal schauen. 13 Decks, 15 Int. 18 Int. Ja, alles nichts so geil. Boah, das ist ein Dex alles, aber geil. 16 STR, SCA, STR, 19 Dex, 19 Dex ist gut eigentlich. Ja, 19 Dex. Behalten, glaube ich mal, oder? Ja. 19 Dex in Ordnung. Können wir noch mehr erwecken? Probieren Sie einfach mal durch. Ich meine, ich habe hier schon vieles gesehen, das man erwecken kann. Cannot be done, okay. Cannot be done, alles klar.
So. Ich meine, wir könnten uns immer noch ein paar Dinge kaufen, ein paar Blessings. Gibt's so Blessings? Ich glaube, die können nur saugen, oder? Nee, wie war das? Beginnership? Nee. Wo gibt's die Dinger? Food, Housing. Bin ich gerade blöd? Hier Blessings? Hier gibt's Blessings. 75 Farmchips. Wie viel haben wir? 232. Okay, gut. Ich denke mal, darauf verzichten wir eventuell. 25k für ein Sammelpad. Alter. Ich meine, diese Sammelpads, ich finde es geil, dass man sich das Ganze so erfarmen kann und so. Und die Effekte sind halt von den Dingen auch ziemlich, ziemlich nice. Also von dem her. Na gut, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alles erweckt, was wir erwecken können. Hier haben wir nochmal einen. Ja. Ich glaube, was wir aber machen könnten, wäre nämlich mal unseren Pad machen, ein Dexpad oder so. Das wäre nämlich echt mal sinnvoll. Also, mal wirklich was aus der Kategorie sinnvoll. Alter. Warum muss eigentlich alles so krass teuer sein? Holy moly. Wie ist der Arm hier? STA-Löwen, nice. Kriegt der Instant schon mal 1% hier? Ein Pony? Und ein Hase, nice. Perfekt. Sehr nice. Mit einstecken? Nee. Warum hat dieser Löwe jetzt eigentlich Instant 4,84%? Gibt keinen Sinn. Oh, und das Pattern-Interface ist hier auch ein bisschen übersichtlicher, beziehungsweise neu designt. Finde ich geil. Oder war das früher im Office so? Nee, also ich finde das Ganze ein bisschen sauberer hier. Es ist ein bisschen sauberer hier gestaltet. Und ich finde, man sollte diese Dinge immer so gut sehen, wenn man hier, ohne dass man hier mit der Maus drauf geht. Aber gut. Na gut, das war's auf alle Fälle mal mit der Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Die erste Quest, die wir machen, Flive, die Pet Quest. Ja, und ich sag danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Flive-OP.